einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Brandner das Wort. Ja, da schäumen die Emotionen hoch hier bei uns in den Reihen hier oben. Es ist ja unerträglich, was Sie hier vom Stapel gelassen haben. Also erstmal haben Sie fünf Minuten geredet und kein Wort zum Thema. Und weil Sie genau gewusst haben, dass Sie keine Argumente haben und dass Sie nur Unsinn erzählen würden, wenn Sie sich zum Thema äußern würden, deshalb haben Sie sich dann auf AfD-Bashing beschränkt. Genau wissend, wenn man gegen die AfD was sagt, dann klatscht die nationale Front der Altparteien hier und wird geradezu ekstatisch. Das steckt, glaube ich, bei Ihnen dahinter. Herr Huben, Sie wollen jetzt allen Ernstes, ich meine, einerseits ehrt uns das, dass Sie sagen, die AfD mit etwa 11% der Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag, die AfD, die in den Umfragen bei etwa 20% steht, kann die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft in Deutschland dermaßen beeinflussen. Es hängt von uns ab, ob eine Rezession da ist oder nicht. Das ehrt uns zum einen, dass Sie uns diese Macht einräumen und das so sehen. Da haben Sie durchaus recht. Und wir sind auf dem Weg Richtung 30% und 40%. Und dann wird es vielleicht mal irgendwo so sein, dass wir Deutschland vom Kopf wieder auf die Füße stellen können. Aber Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, dass in einer Zeit, in der es täglich zwei Massenvergewaltigungen in Deutschland gibt, in einer Zeit, wo jeder zweite verurteilte Mörder in Deutschland ein Ausländer ist, in einer Zeit, wo wir Massenschlägereien in Schwimmbädern haben, wo sich keine Frau, kein Kind mehr in ein Schwimmbad traut, in einer Zeit, wo die innere Sicherheit auf dem Boden liegt, in einer solchen Zeit uns die Schuld dafür zu geben, dass wir irgendwie Verantwortung tragen sollen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt bei der letzten Debatte. Sie alle regieren in Deutschland seit 75 Jahren querbeet. Jeder mit jedem, alles und immer. Wie ein politischer Swingerclub in den Ländern und in den Bund. Sie tragen die Verantwortung für alles. Wir als Alternative für Deutschland, wir zeigen die Lösungsmöglichkeiten auf und Sie verhindern, dass wir uns mit unseren Gesetzentwürfen und Anträgen durchsetzen. Vielen Dank.